Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Unboxing bei mir auf dem Kanal. Ja, Watch Dogs 2 San Francisco Edition, ich habe mal wieder zugeschlagen. Das Ding habe ich mir jetzt mal geholt, weil ich ja jetzt die Watch Dogs 1 Dead Sack Edition ja schlussendlich auch habe. Anderes Unboxing bei mir auf dem Kanal, anderes Video. Ja, es ist auch eine Playlist drin, klickt da mal in die Videobeschreibung, da ist die Playlist unten drin. Da könnt ihr dann dementsprechend alle Unboxings angucken. So, jetzt geht es auch wieder um Watch Dogs 2. Die Collector's Edition ist, ja... War ein bisschen schwierig auszupacken, weil auf der Rückseite, das habe ich jetzt aber hier in dem Fall schon mal weggemacht, hier waren auch noch mit 4 Aufkleber dran über dieses hier Papp-Dingens hier. Papp-Überzug, ja, mit der Ausrufung nochmal 4 Klebedinger hier. Ja, habe ich schon mal umgeklappt, weil sonst hier kriegt man das Ding hier gar nicht mehr auf. Ja, das hier ist sie dann. Na, auch hier relativ groß, 1:1, genau gleich wie der Papp-Umschlag hier. Nur klar, der Deckel größer. Insgesamt wieder mein Blatt DIN A4 Vergleich hier. Man sieht es ein bisschen größer wie DIN A4. Ist die Kiste an sich genauso eigentlich auch breit. Na, relativ schick gemacht, diese Box hier. Und wenn man dieses hier jetzt aufmacht, wenn man es jetzt natürlich... Ah, so ging das, genau. Wenn man das so aufmacht, sieht man eigentlich zuallererst hier das mal Watch Dogs 2. Das Logo und natürlich gleich das Herzstück, sage ich jetzt mal. Die Figur an sich, relativ auch wieder groß. Packt man dann gleich aus und hier unten nochmal einen Schuber zum Rausziehen. Und hier ist natürlich ganz klar das Spiel hier drin. Dementsprechend plus hier, was haben wir hier? Ja, Codes für hier Zeugs zum Einlösen. Na, diese Zusatzbonusmissionen, Gedönsel. Genauso dann auch wie ein Umschlag aus Pappe. Ah ja, hier. Ja, sieht so aus wie Postkarten, sind aber so an sich keine wirklichen, sondern einfach nur so Artkarten, sage ich jetzt mal. Angeraut, so ein bisschen hier mit dieser hier und dieser. So, kann man machen. Können wir schön ins Regal reinstellen, als Hintergrund, das passt. So, genau, das war auch dieser Umschlag hier mit Watch Dogs 2, da war das Ganze drin hier. Aus Pappe, wie gesagt. Und hier haben wir dann nochmal ein paar Sachen mehr, nämlich Aufkleber. Na, kann man schön hier alles abziehen hier und irgendwo hinklatschen. Werde ich in meinem Fall zwar nicht machen, aber ja, Aufkleber sind auch noch mit dabei. Genauso dann auch hier die Karte von San Francisco im ja, ganz normal gedruckten Format. Und das ist so groß, ah ja, siehst du hier sogar noch mit Poster. Der San Francisco Bridge hier auch relativ groß. Das Poster hier, das schwinge ich mal so ein bisschen rum hier. Genau, und auf der Rückseite dann so rum hier. Die Karte von San Francisco, beziehungsweise hier oben auch hier mit Marine schlussendlich. Na, Oakland und so weiter drum und dran. Na, hier auch noch ein paar Erklärungen hier. Die Legende von der Karte, wo hier was wäre. Ja, so schaut das aus. Watch Dogs 2 habe ich ja schon längst Platin bei mir auf dem Kanal. Na, wer da mal reingucken will oder sowas hier, kann er mal gerne machen. Aber ja, das war jetzt hier alles, was hier in dem tollen Schuber hier drin ist. Ist natürlich hier die Figur an sich. Ja, okay, kann man machen. So, jetzt natürlich nur wieder gucken, meine Lieblingsbeschäftigung hier, diese Dinger hier auseinanderzwiebeln. Ich hasse ja diese Dinger generell überhaupt. Ich glaube, das erwähne ich auch in jedem Video, wo die Teile verwendet werden hier. Ja, ne, muss man hoffen, aber das geht wenigstens mal relativ gut auf. So, ich muss natürlich mal gucken, ob die jetzt hier, ja, kriege ich so mit rausgezogen. So, gut, das Teil machen wir jetzt auch noch weg, das hier auch weg. So, und da haben wir jetzt hier die Figur an sich, schick gemacht, natürlich auch klar wieder, wie es halt so üblich ist hier, aus Plastik. Aber, ja, ich meine hier, detailreich eigentlich so verarbeitet, mit hier seinem Rucksäckchen hinten drauf oder diese Umhängetasche hier. Na, Knifte haben wir, hier unten haben wir hier diese... ja, Hosentattoos oder wie auch immer hier, na, also 1:1 die Spielfigur hier. Im Spiel selber steht hier auf dem Watch Dogs 2 Logo so eine Art Podest und ja, hier unten ist auch nochmal hier Ubisoft Collectibles und so weiter. Na, also schicke Plattform, beziehungsweise schicke Größe. Guck mal gerade hier, ob ich das irgendwie... so, hier haben wir wieder DIN A4. So, und ihr seht es ja selber, fast DIN A4 Größe. Also doch relativ ganz gut hier, oder anders gesagt hier, meine Hand im Hintergrund hier. Na, also... Das ist dann doch hier ganz gut und schick. Vor allen Dingen auch derzeit saugünstig hier zu bekommen. Hier, den Link klatsche ich natürlich auch in die Videobeschreibung rein hier. In Amazon zum Beispiel. Na, also ja, das passt, würde ich behaupten. Vom Preis, Leistungsumfang her, ja, kann man mal zuschlagen, wenn man will. Das war es aber in dem Fall auch schon hier mit Watch Dogs 2, weil mehr gibt es ja nicht. Zu zeigen, klein, fein, schicke Figur, passt, preislich, okay. Ja, ja. Genau, das war's. Wie gesagt, Zusatzmission hier, digitaler Inhalt ist dabei. Müssen wir sonst noch irgendwie noch gucken, was gibt es sonst noch? Genau, diese Zodiac Killer Mission ist das zum einen. Und hier haben wir dann noch, hier steht's. Der Punk Rock Pack,
also mit dem Markus Complete Outfit, den Carskin und Weapon Skin. Genauso wie Urban Artist Pack, also Markus Komplett Outfit, Carskin, Weapon Skin, ist dementsprechend auch. Ich kann mal das gerade mal so zeigen. So, extra den Daumen hier über dem Code. Ne? Also sieht das dann aus hier. Skin, ja, wer auch immer genau jetzt wieder Mittagszeit hämmern muss. Ja, ist bei mir leider normal. Ja, entschuldige mal dafür, für den depperten Nachbarn hier. Genau, hier, na, diese zwei Skins dementsprechend, die sind auch noch mit dabei. Mit einem Code zum Einlösen, aber ja, gut. So. Gut, dann war's. Na, mehr ist hier definitiv nicht drin. Jetzt aber. Wünsche was. Ne, viel Spaß dabei beim Shoppen oder vielleicht eventuell auch beim Spielen oder beim Zugucken meiner anderen Videos. Und ja, haut rein. Na, man sieht sich. Wünsche was. Servus und ciao.